Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge All the Mods 6 to the Sky. Und ich bin hier gerade bei unserer Sulfur-Box und wie man sieht, ist sie noch voll. Das ist gut. Wie viel haben wir noch? Sulfur. Wir haben noch... Ey, wir produzieren mehr Essenz, als wir verbrauchen. 524k. Und es ist nichts radioaktiv verseucht, das ist auch gut. Und die ganze Anlage, also es ist folgendermaßen. Wir haben die Anlage da vorne und auch das andere alles in Betrieb genommen am Sonntag. Nee, am Donnerstag. Und jetzt ist Sonntag. Das heißt, das lief jetzt ein paar Tage durch. Ich bin gespannt, was in den paar Tagen rumgekommen ist. Fangen wir mal an bei unserem schönen atomaren Reaktor. Okay, hier wird gar nichts mehr verbraucht. Uraniumoxid. Wir haben keinen Fluor mehr. Wie auch immer man das schreibt. Wir haben es auf jeden Fall nicht mehr. Das ist belastend. Nein, es ist ausgegangen. Nein. Ach, deshalb hier auch null. Da gibt es ein... Das geht nicht. Okay, das ist ein Problem. Aber ich glaube, wir stellen das drüben in der neuen Anlage her. Das heißt, hier ist alles leer. Hier ist alles leer. Hier ist alles leer. Okay, wie viel haben wir produziert? 15! Jo. Okay, theoretisch reicht's aber sogar. Wir brauchen eigentlich nur 12. Also, wir machen natürlich mehr, ne? Aber wir haben jetzt schon alles für Donnerstag, um unsere Mecha-Rüstung fertig zu machen. Und hier scheint auch alles sehr, sehr gut zu funktionieren. I like. Guckt euch das an. Okay, jetzt ist der Moment der Wahrheit. Oh Gott. Ich hab schon... Das hier brauchen wir. Davon haben wir 934.000. Wir haben 1,5 Millionen Sulfur. 3 Millionen Eisen. Wie viel haben wir jetzt Eisen im System? 800.000. Und das ist... von der gesamten Spielzeit bisher. Und das ist in 3 Tagen. Ach du Heilige. Okay. 1,5 Millionen davon. Und das sind noch nicht mal die größten Speicher. Ne? Okay. 5,6 Millionen davon. Okay, das sollten wir wirklich umbauen auf Insanium. Da gebe ich euch schon recht. 126.000, okay. Fast 1 Million Rose Quartz. 1,2 Millionen Nether Quartz. 7,4 Millionen. Alter Schwede. Skystone Dust. Da sehen wir auch ganz gut, was hier reingeht, ne? So 14 Millionen oder sowas. Bevor es dann in die Trash Can geht. Eieieiei. Das ist schon abenteuerlich. Mir wurde gesagt, ich soll das in Project E einfach verwursten, aber wir haben doch hier gar kein Project E drauf. Nee, haben wir nicht. Also, ihr könnt natürlich nur Vorschläge machen von Dingen, die auch hier drauf sind, ne? All the Mods 6 to the Sky heißt das Modpack. Sieht man oben nicht, aber so heißt das. Alle anderen Modpacks, auch selbst das normale All the Mods 6, das funktioniert hier nicht. Just saying. Ah ja, und eine Sache noch. Vielleicht kurz. Wenn ihr solche Kommentare hier unter meinem Video seht, die sind nicht von mir. Das ist Scam. Das sind Betrüger, die versuchen, euch auf irgendwelche Betrugsseiten zu leiten. Ignoriert das. Wenn das nicht von mir ist, wenn das von mir ist, ein Kommentar, der ist speziell gehighlightet und so weiter. Ich würde es auch in einem Video ansprechen.
Das ist nicht von mir, das ist Betrug. Nur damit ihr da nicht drauf reinfallt. Ich glaube zwar, ihr seid alle smart genug, da nicht drauf reinzufallen, aber ich sag's lieber. Das ist schon nice. 6,3 Millionen Flint. Ja, das brauchen wir ganz dringend. Okay, dann würde ich einmal die... Ja, wie compressen wir das jetzt am sinnvollsten? Wahrscheinlich wieder mit einem Crafter, ne? Das ist halt... Das ist wahrscheinlich die beste Lösung. Belasto, Fantasto. Das habe ich auf der Create-Insel, glaube ich, genauso gemacht. Ich schaue jetzt nochmal. Aber ich meine, so wäre es gewesen. Ach nee, ich habe hier so provisorische Geschichte hingemacht. Da ist auch ganz viel Essenz falsch geleitet worden. Ich würde mal behaupten, wir brauchen hier keine Essenz mehr. Keine Inferium-Essenz. Weil wir über die andere Anlage mehr als genug herstellen. Können dann hier was Sinnvolleres anbauen. Alles Wood Essence, das passt. Was auch ich habe sehr viel Inferium angebaut, ne? Überall, wo was frei war. Was ja auch erstmal sinnvoll war, aber jetzt bei diesen neuen Mengen, die wir von der Anlage bekommen, ist das ja Quatsch. Steel Seeds. Okay, ich glaube, es ist kein Inferium mehr hier irgendwo. Weil dann nehme ich mir einfach den hier. Weil der schon komplett fertig konfiguriert ist. So. Der da. Und dann bauen wir einfach den ein. Dann passt das schon. Beziehungsweise... ich setze den erstmal hier hin. Setze ich den wirklich neben die Trashcan? Naja, aber da ist eigentlich am besten aufgehoben, ne? Ja, doch, hier ist am besten aufgehoben. Dann ändere ich den Speicher hier. Dann hätte ich gerne ein Dock. Und zwar da. Dann... würde ich das gerne so machen. Dann brauche ich einen Storage-Bus. Glass-Cable. Nehmen wir mal weiße. So, Inferium konfiguriert. Dann nehmen wir das Ding hier raus. Ah ja, jetzt geht alles in die Trashcan, ne? Ich habe das ja
das letzte Mal ein bisschen smart eingestellt. Das heißt, es wird nach wie vor rausgesaugt. Ich weiß gar nicht, wo das hergestellt wird. Hier, glaube ich, oder? Ja, genau. Es wird nach wie vor rausgesaugt und sollte sich da unten auch nicht im Interface stauen. ME-Interface. Nee. Ah, nee, das da ist es. Aber nee. Es geht jetzt einfach alles straight up in die Trashcan. Sehr gut, das funktioniert sogar. Und dann mache ich das Ding hier rein. Dann ist hier das alles drin. Dann brauchen wir ein neues Tank. So, für Insanium Essence. Und dann brauchen wir perfekt. Dann brauchen wir Pipes. Upgrades. Und ja, nehmen wir ruhig ein Interface, weil das einfach schneller ist. Und dann noch eine Pipe und noch ein Upgrade. Hier ist ja alles belegt mit 8 Channel, ne? Ja. Ist hier vielleicht doch nicht der beste Platz dafür. Das Interface würde ich dann mal ich glaube, das Konzept hier ist nicht so schlau. Zwar, der Speicher kommt dahin. Nein. Das da will ich. So. Das wird so konfiguriert. Funktioniert auch schon, wird auch automatisch wieder mehr. Dann kommt hier das hin und da das. Und das mit der Trashcan gefällt mir aber nicht so gut. Das heißt, ich würde die dahin machen. Dann Storage Bus. Da drauf. Jetzt die heilige Speicherkarte. Und damit sollte das Ding genauso konfiguriert sein wie das da. Ja. Theoretisch. Capacity Cards. Okay, ich mache lieber nochmal welche. Ich will bloß nicht die konfigurieren, ne? Das wäre schlecht. Memory. Capacity Card. Und vor allem, ich will halt das Interface nicht neben der Trashcan stehen lassen. Nicht, dass das irgendwann auf die dumme Idee kommt, Sachen da einfach in die Trashcan dann zu werfen oder so, ne? Da habe ich nicht so die Lust drauf. Capacity Card, wo ist sie denn da? Okay. Okay. Calculation. Ach, 100. Soll der Geiz. Capacity Card. So, reicht locker. Dann graden wir das dann nochmal ab. Flupp.
War schon eine drin. Dann nehmen wir uns nochmal die heilige Speicherkarte. Laden die Config nochmal neu. Alles ist drin. Exakt wie hier. Auch die Prio ist exakt wie hier. Und dann... schließen wir das hier an. Um ganz sicher zu gehen. So. Da ist das. Da ist das Interface. Und das Interface wird jetzt wieder mit dem Core-Netz verbunden. So. Damit kann ich hier ins Interface hoffentlich keine Sachen reinmachen, die nicht rein sollen. Genau. Oh. Einfach das ganze Denk jetzt aus Versehen in die Trash können, das wär's. Okay, das wird aber eingelagert. Sachen, die nicht rein sollen, nicht. Perfekt. So, dann kommt hier eine Pipe rein mit einem Ultimate Upgrade. Und das craftet hier wie verrückt durch. Und wie man sieht, brauchen wir den Point. Oh. Das ist ja wild. Gut, ich meine, der hat jetzt erstmal ein bisschen was zu tun, ne? Aber dass das im Fast Mode nicht reicht. Okay, 2 Points reichen gerade so aus. Das liegt jetzt nicht an den Points, sondern es liegt daran, dass der halt pro Seite maximal XF pro Tick haben kann. Aber das ist schon hart. So, und der zieht jetzt das raus, da braucht es auch keine Speed-Upgrades oder so. Das wird jetzt erstmal ordentlich Performance ziehen, aber das ist ja auch nur vorübergehend. So, und wir sehen jetzt hier schon mal 562 Insanium Essence, was halt sehr, sehr viel ist. Aber ich habe auch keine Ahnung, wie viel hier letzten Endes dann wirklich rauskommt. Also wir sehen, der vercraftet ungefähr 1, 2, 3, 4, sagen wir mal so 300 pro Sekunde. Ich glaube, das ist realistisch, dass er so 300 pro Sekunde vercraftet. Das ist halt mehr, als reinkommt. Aber bei der Menge, die hier drin ist, ist halt krank. Und im Slow-Mode, wo weniger Lags produziert werden, sind es halt 1, 2, 3... weniger als 100 pro Sekunde, was problematisch ist, weil das dann möglicherweise zumindest jetzt in dem Status nicht mehr nachkommt. Also vorübergehend müssen wir es im Fast Mode betreiben. Ich meine, noch, glaube ich, gehen die TPS ja klar. Was haben wir denn? Overworld 20 oder hier Overworld me overall 21,6 Millisekunden 20 TPS. Also 21,6 Millisekunden geht noch. Ab 50 Millisekunden gehen die TPS runter. Ab 50 Millisekunden ist ein Modpack teilweise nicht mehr vernünftig spielbar. Einfach weil dann teilweise Ticks gedroppt werden und dann Automatisierungen kaputt gehen und so Sachen.
Aber so sieht es im Moment noch in Ordnung aus. Das heißt, it lübt. Okay, damit haben wir das hier gefixt. Und jetzt geht es darum, den Speicher an unser Hauptsystem anzuschließen. Und dann brauchen wir hier eine Leitung weg. Ja, ein Dense Cable ist Quatsch. Nehmen wir mal normale Smart Cable. Kann ruhig mal 1000 machen. Smart. Jetzt ist halt die Frage, nehme ich rot so? Ja, ich nehme rot. Ich habe zwar auf der einen Seite rot für Trash benutzt, aber rot ist auch so eine Signalfarbe nach dem Motto Finger weg. Das ist wichtig. Ich hoffe, dass die Signalfarbe auch ihre Wirkung dann entfaltet und keiner von uns das Kabel irgendwann mal anfingert. Ja, okay. Ich würde irgendwo hier hinten ganz gerne rauskommen, tatsächlich. So. Ich glaube, das ist hier noch. Ja, perfekt. Wie viele Channel sind hier eigentlich schon belegt? Hier unten sind, weiß man nicht, belegt, weil hier dieses komische Kabel angeschlossen ist. Und hier sind 4 belegt. Da müssen wir mal im Auge behalten, weil wir haben nur 32 Kanäle. Dann ein Storage-Bus. Und ein Interface. So. Smart Cable. So. Und noch bevor ich den jetzt anschließe, ist jetzt die Frage aller Fragen zu klären. Welche Priorität hat der Denkspeicher? Ich würde mal sagen, der hat eine niedrigere Priorität als die Festplatten. Also in erster Linie sollte Stuff ins System in die Festplatten gehen. Und nur wenn die volllaufen, darf es in den Denkspeicher. Die Festplatten haben eine Prio von 9999. Okay, das ist ja, habe ich schon bewusst zu gewählt. Das heißt, es würde auch immer erst von den Festplatten rausgezogen werden. Oder Extraction Lower Priority First, ja. Aber wenn ich jetzt hier 8888 nehme, ich meine, sind natürlich viel zu hohe Zahlen, ne, aber ich mache das halt gerne. Dann sind wir ja niedriger als der als die Festplatten. Das heißt natürlich, Insertion, Higher Priority First, es geht erst auf die Festplatten, erst wenn die voll sind, geht es hier ins System. Denn dieses System voidet ja auch. Und deshalb ist es wichtig, weil auch wenn jetzt die Festplatten voll sind und ich dann nochmal was ins System werfe, wird es in dieses System geleitet und dann in die Trashcan. Das müssen wir im Hinterkopf behalten. Das heißt, das muss eine niedrigere Prio haben. Bedeutet allerdings auch, dass immer erst die Items
auf der Festplatte verbraucht werden und dann die in den Danks. Aber dann ist das halt so, ne? Dann ist das halt so. Unterm Strich dürfte das trotzdem die bessere Lösung sein. Und Capacity Card. Doch, Capacity Card. Und wir sollten das Interface hier auch entsprechend konfigurieren, damit das System hier nicht irgendwas reinballert, was da nicht rein soll. Dafür können wir die heilige Speicherkarte benutzen. Und dann aber die Prio auf 0 stellen. Standard Prio. Ah nee, das war ja die... Nee, das war 8888. Nevermind. Genau, die Prio hier, diese egal, weil der ja über das Interface direkt mit dem Storage connected. Also schauen wir mal, wir haben aktuell 5,3 Millionen Redstone und 800.000 Eisen. Wenn ich das jetzt anschließe, dann dauert es ein bisschen, bis hier der Channel da ist. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ich habe keinen Unsinn gemacht. Komm schon. Gib mir ein Channel. Device online. Yeah. 4 Millionen Iron Ingots. 10 Millionen Redstone. 300.000 Diamanten. 1,6 Millionen Cinnabar. 2,3 Millionen Netherite. It works! Und wenn ich aber jetzt Sachen reinwerfe, landen die natürlich auf den Festplatten, weil hier natürlich nur Sachen drin landen können, die hier auch rein sollen. Ne? Also die Sachen landen nicht, also diese Sachen hier, die landen auch nicht auf normalen Festplatten. Also wenn die, also wenn wir jetzt hier Sachen haben, zum Beispiel Blaze Powder, dafür haben wir ja keine eigene Festplatte, dann wird das nicht auf einer normalen gespeichert, sondern tatsächlich hier. Wir haben jetzt hier 100.000 in der letzten. Ich kann mal ein bisschen Blaze rausnehmen. Also wir sehen ja, hier sind 624k und da sind 690. Jetzt ist das hier nicht weniger geworden, weil es erst aus den alten Festplatten genommen wurde. Wenn ich es aber jetzt ins System packe, dann müsste es perfekt. 101.700. Hier in den Danks gelagert werden. Okay, es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Das bedeutet, und da habt ihr mir auch einen guten Tipp gegeben. Gehen wir mal zur Old Base. Ich kann eigentlich relativ leicht das hier leeren. Und zwar brauche ich dafür nur ein Importbus. ME-Importbus. Acceleration Cards. Und eine Wrench. Warum auch immer ich das Network-Tool nicht benutze, egal. So, was hatte der eigentlich für eine Prio? 909, okay. Dann klemmen wir das ab, damit sind automatisch die Sachen, die hier drin sind, alle vom System getrennt. Ah, warte, Obsidian war noch so ein Fall, ne? Ich glaube, für alles andere haben wir was. Nur Obsidian, okay. Okay, gehen wir nochmal hinter. Produktion ist Insel. Ich glaube, wir haben hier keinen Dank für Obsidian. Nee. Okay, das können wir aber noch nachholen. Weil Obsidian würde ich auch gerne hier drin speichern. Ja, genau. Obsidian.
Dann Obsidian. So, Stack rein. Ich brauche aber noch einen für den Kollegen, damit der Obsidian auch wirklich hier dann ins System packt. Aber auch einen für hier, der es im Notfall auch wegwirft. And counting. Oh. Ja, läuft. Der zieht das gut leer. So, wenn ich jetzt das Obsidian hier reinmache, dann können wir hier rechts vielleicht parallel dazu sehen. Boom, ja. Ist direkt eins mehr wird. Optima. So gefällt mir das. Dann gehen wir wieder zurück zur old Base da. So, dann schauen wir uns nochmal alles an, bevor wir die normalen Festplatten vermüllen. Okay, 1500 Soul Sand ist ein Witz, das können wir locker nochmal speichern. Ja, ich würde sagen, looks good. Klemmen wir das noch von der Neuversorgung ab. Und packen dann einen ME-Importbus dran. Mit den Karten. So, wo fängt er an? Was ist denn das erste hier, wenn ich hier drüber habe? Ah ja, da sehen wir es schon. Na, jetzt ist er ausgerechnet da. Naja, okay, jetzt macht er das da. Also eins ist schon, das hier ist schon leer. Jetzt macht er das Zeug hier leer. Und zwar eins, zwei, oh, knapp 10 Stacks pro Sekunde, ne? Das heißt, dass jetzt wahrscheinlich wieder mehr reingeht als der eine verarbeiten kann. Aber deshalb ist ja dieses Denk hier als Puffer. Na, ist ein harter Kampf. Es ist maybe sogar exakt so viel, dass hier verarbeitet wird, wie gerade importiert wird. Was Gutes. Wir sollten vielleicht einen kleinen Puffer hier noch einbauen für das Netz. Für das Prodigy-Netz. Energy at Xnet. Hier Fluxblock. Fluxdust. Was Fluxdust? Wir haben keinen Fluxdust mehr. Das müssen wir auch mal automatisieren. Ich weiß nur noch nicht genau wie. Bedrock, Redstone Dust, Obsidian. Ja, okay, gut. Da müssen wir noch was machen. Dann können wir hier so einen kleinen Pufferspeicher noch einbauen. 930 Insanium. Insanium, da ist es. Perfekt. Gut, dann gehen wir wieder zur Old Base. Keys. Also zumindest die Keys hier. Flup. Weg, weg, weg. Dann kann man hier mit dem Frühjahrsputz anfangen. Das speichern wir einfach so im System. Okay. Und weg.
Ja, das wird jetzt ein bisschen dauern, bis das hier alles leer ist. Das ist klar. Das sind ja Millionen von Items. Ja, wobei, das sind gar nicht alles 300.000, ne? Auf jeden Fall Hunderttausende, wobei, also über 1 Million Items auf jeden Fall. Und 1 Million ist schon verdammt viel. Das heißt, das wird eben alles noch ein bisschen dauern. Die Eier sind an einem eigenen Netz. Die Wolle auch. 128.000 Wolle. Da müssen wir auch schauen, wie wir das auf der Produktionsinsel dann umsetzen. Hier, das hier kann auf jeden Fall weg. Das ist alles Netherite. Braucht halt kein Mensch, ne? Vor allem nicht in der Menge. Weg. So, 2048 Netherite gelöscht. Dann können wir den ganzen Draw anlocken. So. Schön, das alles loszuwerden. Weg, weg, weg. So, rein theoretisch können wir jetzt alle hier weghauen, ne? Vielleicht noch die Magneten kurz. Nicht, dass ich auf die Drawer angewiesen wäre, aber ich will jetzt auch nicht auf Krampf wegschmeißen. Gibt es eigentlich für den Magneten irgendwie so ein Gerät, dass ich, wie bei Draconic Evolution, dass ich den deaktivieren kann in einer gewissen Region? Das würde ich nämlich gerne in die Produktionsanlage einbauen, weil man sich dem halt mit dem Magnet nicht nähern kann. So. Weg damit. Boah, tut das gut, den ganzen Schmodder hier abzureißen. So. Alles schön ins System. Und dann wird das hier langsam weniger. Und in der nächsten Folge werden wir dann wahrscheinlich diesen Bums hier abreißen. Dementsprechend vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht es gut, bis dann und tschüss.